Leute feiern Save the Internet, die das hier alles auf die Beine gestellt haben. Ja, das ist unbezahlbar. D64, ein Verein für digitalen Fortschritt. Ich weiß nicht, wie wir uns als Untertitel nennen. Wir sind der SPD nah, wir sind aber nicht die SPD. Ihr kennt diese Vereine bei der CDU, die C-Netz, und bei der FDP, die Note und so weiter. Also es gibt an vielen Stellen eben doch Leute, die bahnbrechend Politik verändern wollen und auch politische Köpfe wach machen wollen. Im Namen von D64 danke ich vor allen Dingen, weil wir ja als Mitaufrufende auch in der Kooperation mit Selfie Internet einfach super geil im Vorfeld zusammengearbeitet haben. Das ist nicht selbstverständlich, aber man muss sich da die Bälle zuspielen. D64, wir haben unter anderem zum Beispiel den Botbrief entwickelt, den wir Menschen anbieten, die den Brief einfach mal ausdrucken und ganz retro mit einer Briefmarke an die Europaabgeordneten geschickt haben. Und das hat so ein Aufhebens gemacht bei Leuten, die mit Internet gar nichts am Hut haben, aber die gemerkt haben, sorry, da geht es irgendwie um Freiheit und da geht es um demokratische Grundprinzipien und die müssen auch im digitalen Zeitalter aufrechterhalten sein. Ich glaube, es ist genug geredet worden. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr euch, dass wir uns heute hier feiern. Tausend Dank an die Mammutaufgabe, die ihr hier geleistet habt, gestemmt habt in den Vordemos für den heutigen Tag. Danke auch allen Ordnern, die hier heute Morgen zum Teil noch gesagt haben, okay, hey, mach ich. Und danke vor allen Dingen, dass wir Köln so friedlich und so laut bunt gemacht haben. Und danke, dass ihr mich hier rauf runterstellt. Daniel. Also ich muss ehrlich gestehen, D64 war ein starker Bündnispartner von uns. Also mit denen, die sind schon länger dabei als wir, aber ohne denen hätten wir auch vieles nicht erreicht. Dankeschön dafür. Die Save the Internet-Kampagne wurde durch starken Bündnispartner auch so, ja, verbreitet, sage ich mal. An Bekanntheit würde ich jetzt nicht behaupten. Also wir wollten ja auch nicht so krass bekannt sein, wir wollten eigentlich nur im Hintergrund arbeiten, aber jetzt ist es halt leider so gekommen. Und ja, aber im Endeffekt bin ich nicht derjenige, der hier steht, der für euch zuständig ist, weil im Endeffekt seid ihr ein Teil davon, ihr seid die Kampagne Save the Internet. Danke. So, der liebe Debro hat hier seine Haare gestylt. Kleiner Witz. Außer er will das Mikrofon wieder haben. Ich werde jetzt direkt die nächsten zwei Jungs ankündigen. Die waren jetzt schon die Tage bei World Wide Wohnzimmer sehr fleißig am Argumentieren mit den anderen Leuten. Jetzt kommen hier einmal der gute Revi und der gute Rezo. Kommt mal hoch, Jungs. Ja, Mann. Das sind mega viele Leute. Das ist übelst krass. Ja, dann Jungs, the stage is yours. Viel Spaß. Super, Dankeschön. Erstmal hallo Köln. Saugeil, dass ihr alle zusammengekommen seid. Ich sehe so viele junge Menschen, die sich auf einmal für Politik interessieren. Auf jeden Fall erstmal einen Riesenapplaus an euch selber, bitte. Für die Leute, die uns nicht kennen sollten, Reason ist ein Content Creator, größtenteils auf YouTube, Twitch und beide irgendwo im musikalischen Bereich tätig. Ich bin Produzent und DJ, er ist auch Produzent. Also sind wir quasi in einem kreativen Leistungsspektrum genau drin. Generell erstmal, gerade uns YouTubern oder Influencer-Menschen wird immer wieder vorgeworfen, dass wir gegen diesen Artikel sind, weil wir unseren eigenen Job bedroht sehen. Grundlegend ist das nicht der Fall, weil wir wären tatsächlich als Content-Creator, die Leute, die originalen Content erstellen, sogar Leute, die davon profitieren würden. Das heißt, wir würden sogar noch mehr Kohle hinten reinbekommen als schon jetzt. Dementsprechend ist das eine Sache, wir sind einfach hier oben, weil wir moralisch damit überhaupt nicht d'accord sind. Ich glaube, die großen Gegenargumente sind schon so gut wie genannt worden. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz sagen, was mich persönlich daran stört. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist klar, dass es halt einfach keine vernünftige technische Realisierung eines Upload-Filters geben kann. Denn wenn man sich mal überlegt, wie viel Content im Internet umherschwirrt und wie viel Content auf YouTube oder anderen Plattformen hochgeladen wird, auf YouTube sind es, glaube ich, 450 Stunden die Minute, die hochgeladen werden, da gibt es, wie eben schon gesagt worden, es keinerlei Rechner, keinerlei Server, keinerlei Kapazitäten, dass so etwas überhaupt anständig kontrolliert werden kann. Des Weiteren wird niemals ein Algorithmus in der Lage sein, zwischen Parodie, Satire und eventuell dem Originalwerk vernünftig unterscheiden können. Das heißt, allein da geht es eventuell schon mal in den Bereich Zensur und sowas rein.
Es wurde auch oftmals gesagt, dass humane Nachkontrollen dann nötig werden. Aber ich frage euch eins, wie sollen denn 450 Stunden Videomaterial von Menschenhand dann persönlich approved und nachkontrolliert werden? Das ist faktisch einfach nicht möglich. Ja? Im Großen und Ganzen geht es aber auch nicht nur darum, dass eventuell der Content und unsere eigene Meinung dadurch zensiert werden könnte, sondern dass auch ein Stück weit der Wettbewerb darunter leidet. Denn wenn man sich mal vorstellt, dass kleine Plattformen keinerlei Möglichkeit mehr haben, ihren eigenen Scheiß quasi durchzuziehen, weil sie sich laut Reform tatsächlich an den Highest Industrial Standard richten müssten, das wäre dann in dem Falle das YouTube Content-ID-System, das Ding hat 100 Millionen gekostet, das kann sich ein Reddit, das kann sich auch eine kleine Plattform einfach schlichtweg nicht leisten. Das heißt, diese Plattformen sind gerade in der Angst, die wissen nicht, sind wir davon betroffen, müssen wir eventuell dicht machen und bevor dann vielleicht sogar die ersten Klagen reinkommen, machen wir lieber komplett zu und das ist doch schade. Gerade im Bereich Lernplattformen und Unterhaltungsplattformen gibt es so viel Vielfalt im Internet und genau da werden jetzt geschnitten, das ist einfach nur scheiße tatsächlich. Ich möchte nochmal ganz kurz auf einen Tweet hinweisen. Okay, gut, okay. Im Großen und Ganzen gab es schon ein klein bisschen Aufregung darüber, dass der Artikel 13 jetzt natürlich durch den Artikel 9a ein bisschen entschwächt worden ist. Aber es gibt einen neuen Artikel, nämlich den Artikel 17. Ich habe im Internet eigentlich noch nicht so viel dazu gefunden. Wie gesagt, die Abstimmung ist nächste Woche vom 25. bis zum 28.3. Ich glaube aber, dass diese Demonstration hier auf jeden Fall gut dagegen hält. Was jetzt da genau drin steht, weiß ich nicht. Ich habe allerdings mitbekommen, dass da tatsächlich auch die Uploadfilter wieder ins Gespräch gebracht worden sind. Das heißt, wir werden hier quasi ein Stück weit verarscht. Man sagt, ja, die Leute sind noch gegen Artikel 13 auf die Straße gegangen. Jetzt steht der gleiche Scheiß aber Artikel 17 drin. Hilft uns so nicht weiter. Rezo möchte noch ein paar Worte sagen zu einem Abgeordneten namens Daniel Kasparski, der eben in der Bild eine Sache gesagt hat. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall strikt dagegen. Ich möchte nur abschließend ganz kurz sagen, am 23. bis zum 26.05. sind die Europawahlen. Jeder Mensch in Deutschland, der 18 Jahre alt ist, darf wählen. Nutzt eure Stimme auf jeden Fall, geht auf die Straße weiterhin und wir kämpfen weiter. Dankeschön! Ja. Ich wollte eigentlich, als Sie mich vorhin fragten, ob ich was sagen will, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin nicht so der Live-Reden-Typ. Aber dann habe ich vorhin einen Tweet gesehen von der CDU, dass wir Demonstranten gekauft sind und das hat mich so getriggert. Das hat mich getriggert als jemand, der logisch gerne denkt, das einfach nicht mag, wenn man irgendwelche Verschwörungstheorien in den Raum schmeißt an die ganzen leicht beeinflussbaren Leser von der Bild-Zeitung und das keineswegs mit irgendwelchen Quellen versucht zu belegen, sondern einfach sagt, das ist bestimmt so. Das triggert mich also als wissenschaftlich denkender Mensch schon mal. Es triggert mich aber außerdem als jemand, der demokratische Prozesse wie das hier sehr schätzt. Weil was man damit tut ist, dass man sagt, das hat keinen Wert. Hier gehen Leute auf die Straße, aber nein, das zählt nicht. Die Leute, die sind bestimmt gekauft. Das haben wir ja in dieser kompletten Unterhaltung, in diesem kompletten Diskurs so oft gesehen von den Fans dieser Richtlinie, dass sie gesagt haben, nein, das Gehirn wurde gewaschen, hat hier ein Dude von der GEMA gesagt, hier Mickey Mäuser oder so, oder dass der Protest eine Simulation ist, hat die FAZ verbreitet, diese ganzen scheiß Verschwörungstheorien, einfach nur um davon abzulenken, was die Leute wirklich sagen, und davon abzulenken, was in dieser Richtlinie wirklich scheiße ist. Denn es gibt so viele Experten, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und diese ganzen Versuche. Ja. Diese ganzen Sachen sollen ja nur davon ablenken, sollen ja nur von diesen ganzen Punkten ablenken. Das heißt, es wird irgendwie ein Bild aufgebaut von, ja, das sind so ein paar junge Leute und die haben nicht so viel Plan. Aber eigentlich ist es so, dass zig Professoren für Urheberrecht sagen, ey, Artikel 11, Artikel 13 ist eine Katastrophe, wir dürfen nicht zulassen, dass es das gibt. Dass der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte sagt, ey, für Meinungsfreiheit ist das ziemliche Scheiße. Dass unser Datenschutzbeauftragter sagt, ey Leute, das ist datenschutzmäßig ziemlich blöd. Dass die ganzen IT-Leute, die ganzen Experten sagen, ey, das ist technisch nicht mal umsetzbar. Und wieso sollten wir dann, wenn die Richtlinie so schlecht ist, handwerklich so eine Katastrophe, wieso sollten wir die jetzt unverändert durchwinken, anstatt einfach nochmal ranzugehen an diese Richtlinie und eine ordentliche zu machen? Okay, das war's von uns beiden. Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ich
Wir stimmen alle damit überein, dass wir uns für Urheberrechtsschutz aussprechen. Eine Sache, die uns immer wieder vorgeworfen wird, dessen ist nicht der Fall. Wir sind für einen Urheberrechtsschutz, aber diese Reform ist Kacke und die wollen wir nicht. Dankeschön. Mega gut. Leute, vielen Dank. Ihr habt nochmal richtig Stimmung gemacht. Das waren noch die passenden Worte. Hast du ganz gut gemacht, Wieso? Danke. Daumen hoch. Einmal Applaus für die beiden nochmal. So, da wir wenig Zeit haben, wir müssen jetzt ein straffes Programm durchschauen. Die Tanja Laub vom Bundesverband Community Management will auch noch ein paar Worte sagen. Komm auf die Bühne, dann kriegst du das Mikro und darfst direkt losreden. Danke dir. Wow, was eine Crowd. ja, ich bin Tanja vom Bundesverband Community Management und ganz viele unserer Mitglieder sind in ihrer Existenz bedroht durch den toten Artikel 13. Und ich bin heute hier, um Danke zu sagen. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr laut seid. Danke, dass ihr auf die Straße geht und gegen diesen Artikel und die Urheberrechtsreform demonstriert. Denn das müssen wir. Und das müssen wir auch weiterhin tun. Ja, wir brauchen ein neues Urheberrecht. Das streitet niemand ab. Aber wir brauchen ein Urheberrecht, das nicht nur nach den großen Plattformen schaut, sondern auch nach den kleinen. Und wir brauchen vor allen Dingen ein Urheberrecht, das von Leuten gemacht wird, die wissen, wovon sie reden. Die sich mit den Themen Digitalisierung und Internet auskennen. Deswegen setzen wir uns weiterhin für die Vielfalt im Netz ein. Setzen wir uns dafür ein, dass Artikel 11, 12 und 13 nicht durchgesetzt werden. Seid weiterhin laut, demonstriert weiter und wir kriegen das hin. Danke euch. Danke dir, Tanja. Ja, wen haben wir als nächstes? Wir haben den Andreas von Foren gegen Filter. Hallo Andreas, Albert da hinten gerufen. So, der Andreas, der wird noch ein paar Worte sagen, wie es aussieht mit den Foren, denke ich mal. Guter Stichpunkt auf jeden Fall. Hört ihr mal zu, bitte sehr. Hallo, ich bin Andreas von Foren gegen Upload-Filter. Nicht nur gegen Filter, mit Kaffeefiltern haben wir kein Problem. Zigarettenfilter auch okay. Ich bin das erste Mal mit dem Thema vor ungefähr einem Jahr in Kontakt gekommen. Ich habe gemerkt, das könnte für meine drei Foren, die ich selber habe, ziemlich gefährlich werden. Ich habe mal meinen EU-Abgeordneten angerufen. Ich wohne in Bonn und das ist der Herr Axel Voss. Er hat mir sogar geantwortet, beziehungsweise irgendwelche Praktikanten haben mir geantwortet. Diese Antwort hat mich nicht beruhigt, sondern ziemlich stinkig gemacht. Ich habe dann einige befreundete Forenbetreiber mal angesprochen, lass uns was zusammen machen. Und das ist gewachsen und gewachsen. Wir sind jetzt 450 Diskussionsforen mit 19 Millionen Mitgliedern, die sich alle gegen Uploadfilter aussprechen. Jo. Ich stehe heute Abend, stehe jetzt hier auch, um mal klar zu machen, es geht nicht nur um YouTube. Es geht um mehr als YouTube, es geht nicht um ein paar gut aussehende YouTube-Stars. Es geht nicht darum, dass ihr hier kleine Bots seid. Ihr seid keine irregeleiteten Kinder oder Jugendliche, die Frau Hohlmeier von der CSU mal getwittert hat, sondern es geht auch um unsere Diskussionsforen, die eine digitale Heimat sind für ganz viele Leute. Und zwar nicht nur Junge, sondern jeder Altersklasse und jeder Gesellschaftsschicht. Wir haben unsere 450 Foren, zwei Hundeforen und drei Katzenforen. Irgendwo muss der Cat-Cot wieder herkommen. Wir haben Autoforen, Motortalk mit 2,6 Millionen Mitgliedern, die Foto-Community, die aus Köln, auch mehr als 1 Million Mitglieder. Es gibt den Grillsportverein, einer meiner Favorites, und das Deutsche Dönerforum, 34 Mitglieder. Einen habe ich noch. Die Spanking-Freunde, Freunde. Der moderne Treffpunkt für Freundinnen und Freunde des Hinternversohlens. Wir haben Gamer-Foren, genauso wie Foren für Computer-Nerds. Leider hat man mir schon den Gag geklaut. Liebe Politiker, ihr finden eure Drittattens die Infos, wie sie den Router wieder ins Laufen bringen. Kann man nicht oft genug sagen.
Aber es geht auch um ernste Themen. Es geht zum Beispiel um Selbsthilfegruppen. Es gibt Foren für Krebspatienten, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Menschen mit psychischen Problemen, die sich in diesen Foren gegenseitig helfen. Diese Foren sind einmal ein riesiger Wissensspeicher. Jeder trifft bei einer Google-Suche schnell mal auf Foren. Und sie sind vor allem ein Treffpunkt für Leute, die sich auskennen und die man einfach fragen kann. Foren sind vor allem auch eine Gemeinschaft und eine digitale Heimat für ganz viele Menschen. Und diese Heimat ist durch Artikel 13 in Gefahr. Teure Pauschallizenzen werden kleine Foren sofort ruinieren. Upload-Filter werden trotzdem kommen und sie werden jede Diskussion kaputt machen. Unsere Foren sind betroffen. Ganz oft in Interviews oder Diskussionen sagt zum Beispiel Frau Trüppel von den Grünen, Foren sind doch gar nicht betroffen. Fragt man mal nach, wird eine Nebelkerze nach der anderen geschmissen. Erste Antwort, mein Liebling, ihr habt die Richtlinie nicht gelesen. Doch, haben wir. Und zwar erst nachdem Julia Reeder die geleakt hat. Vorher konnte man die gar nicht lesen, weil ihr das hinter verschlossenen Türen verhandelt habt. Dann kommt die Definition in Artikel 2 betrifft Foren nicht. Doch, das tut sie genau. Das sind die Plattformen, wo urheberrechtlich geschützter Content hochgeladen wird, organisiert wird. Es ist unser urheberrechtlich geschützter Content, der hochgeladen wird. Als nächstes kommt, aber es gibt doch Ausnahmen. Ja, ihr habt Ausnahmen gebaut für junge Plattformen, für Wikipedia und Co., aber nicht für Diskussionsforen. Es gab eine Ausnahme für kleine Unternehmen und ihr habt sie wieder rausgeschmissen. Liebe Politiker, wenn ihr Foren, kleine Websites ausnehmen wollt, dann schreibt das ins Gesetz und nicht in irgendeinen abstrusen Anhang hinten rein. Nicht so lange Zeit. Ob das für unsere Foren nachher irgendein Schlupfloch gibt, werden wir erst in einigen Jahren wissen. Wenn die Richtlinie deutsches Gesetz ist, wenn die Verwertungsgesellschaften wie GEMA und Co. dann uns teure Lizenzen verkaufen, wenn wir Upload-Filter trotzdem installieren müssen und wenn dann die ersten Abmahnanwälte bei uns auf der Matte stehen, weil diese Upload-Filter nicht funktionieren. Um zu klären, ob wir das als Foren dann weitermachen dürfen, müssen wir dann über Jahre eine Rechtsunsicherheit ausstehen und dürfen das dann letztendlich vor Gericht klären. Erste Quizfrage, wie lange hält das ein ehrenamtlicher Forenmoderator oder ein kleiner Verein durch? Ich sage es euch, die kleinen Foren fangen diesen Kampf erst gar nicht an, die sind sofort weg. Zweite Quizfrage, was machen Google, YouTube und Facebook in der Zwischenzeit? Sie setzen ein Heer von Anwälten dran, um die Verlage und Verwerteindustrie in Schach zu halten. Die bauen einen schicken Filter, den wir dann kaufen müssen. Sie sammeln unsere Daten, die wir für die Filterung hochladen müssen, und lachen sich schlapp über die EU, die ihnen die Konkurrenz vom Hals hält. Liebe Politiker, wenn ihr die Marktmacht von Google und Co. eindämmen wollt, ist das ein gutes Ziel. Aber so wird das nichts, sondern ihr erreicht genau das Gegenteil. So, die nächste dämliche Behauptung, da bin ich persönlich sensibel. Das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Ich kann es nicht mehr hören. Jedes deutsche Blog, jedes Forum hat ein Impressum. Seit der DSGVO haben wir Datenschutzerklärungen, mit denen könnt ihr ganze Zimmer tapezieren. Wir kümmern uns um jeden Rechtsverstoß in unseren Foren, egal ob das eine Beleidigung ist oder ein Urheberrechtsverstoß. Denn wenn wir das nicht machen, schon jetzt, sind wir nach 24 Stunden haftbar, sobald wir von einem Verstoß wissen. Das ist eine Verantwortung für uns und die nehmen wir ernst. Das ist eine Regelung, die gut ist und wir halten uns dran. Liebe Politiker, es ist keine Schande, von neuen Medientechnologien keine Ahnung zu haben. Es wird nur zum echten Problem, wenn ihr Gesetze durchprügelt, ohne zu begreifen, welche Konsequenzen die haben. Fragt doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Wenn ihr eine gute und ausgewogene Lösung für alle Urheber wollt, dann ist Twitter wieder zu wenig, viel zu wenig. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe, wenn diese Filter gebaut werden. Davor, dass Herr Orban und Co. diesen Filter in die Hand kriegen oder dass Google das in der Zukunft macht. Eine letzte Bitte an euch alle. Lasst euch Europa nicht vermiesen. Das ist das beste seit geschnitten Brot, was unserer Generation passiert ist. Geht bitte am 26. Mai wählen. Guckt euch an, wie die Kandidaten und Fraktionen abgestimmt haben und wählt dann diejenigen, die an einem Europa arbeiten, die, nee,
in dem alle Interessen gehört werden und nicht nur die Lobbyinteressen. Mischt euch ein, werdet laut, engagiert euch, ihr könnt was bewirken. Nein zu Artikel 13. Da hat er auf jeden Fall recht, Leute. Am 26. Mai geht zur Europawahl, setzt eure Kreuze da, wo die Politiker Nein gesagt haben zum Uploadfilter. Wir brauchen diesen Uploadfilter nicht, wir brauchen auch keine Politiker, die diesen Uploadfilter wollen. Wir wollen ein zukunftsorientiertes Europa haben, was sehr wichtig ist. Und ja, geht wählen, das ist wichtig. Weil so können wir die Leute vielleicht ein bisschen entkräften oder denen vielleicht sagen, so nicht mit uns, das machen wir weiter nicht mit. Ja. Artikel 13! Wir wollen keine! Artikel 13! Wir wollen keine! Artikel 13! Wir wollen keine! Artikel 13! Sehr schön. Ich habe noch jemanden von den Piraten hier, aus dem von dem Piratenlager Köln. Das ist die liebe Manuela. Die hat schon auf den letzten Veranstaltungen auch mal ein paar schöne Worte gesagt, sehr intern, ein bisschen natürlich dazu gesagt. Und ja, Frau Schaub hat schon auf die Bühne. Ja. Manuela, viel Spaß, die Leute gehören dir. Hört ihr gut zu, viel Spaß. Ja. Good evening, Cologne! Ja, das musste ich mal machen, sorry. Ich habe jetzt die Brille noch auf, damit ich das hier überhaupt sehe. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass der Heumarkt komplett überfüllt ist. Das ist Wahnsinn, das von hier zu sehen. Ihr seid großartig! So, jetzt muss die Brille aber runter, damit ich meine Notizen lesen kann. Mark Twain hat mal gesagt, es ist leichter, die Leute zum Narren zu halten, als sie davon zu überzeugen, dass sie zum Narren gehalten wurden. Der Mann hatte recht. Anders ist nicht zu erklären, dass immer noch so viele Künstler und Urheber, so viele Autoren, Journalisten, Komponisten, Textdichter für die Urheberrechtsrichtlinie sind. Und das, obwohl Artikel 12, jetzt Artikel 16, der Richtlinie die Grundlage dafür schaffen soll, ihnen direkten finanziellen Schaden zuzufügen, ihnen Teile ihres Verdienstes vorzuenthalten. Bevor ich zum Artikel 12 komme, ein kleiner Blick in die Vergangenheit und die Praxis der Verwertungsgesellschaften. 2012 hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass ein belgisches Gesetz, welches Verleger an den Verdiensten aus Zweitverwertung beteiligt, unrechtmäßig ist. Aber nicht nur in Belgien, sondern auch in Deutschland haben die Verwertungsgesellschaften, namentlich die VG Wort und die GEMA, jahrzehntelang pauschale Anteile vom Geld, das den Urhebern zustand, an die Verleger gezahlt. Bei der GEMA waren das 40%, ungeachtet dessen, ob die Künstler einen Vertrag mit einem Verleger hatten oder wie dieser aussah. Bei der VG Wort waren es sogar bis zu 50%. Martin Vogel hat deswegen gegen die VG Wort geklagt und in allen Instanzen gewonnen, bis einschließlich vor dem Bundesgerichtshof. Die VG Wort hat argumentiert, die kleinen Verleger wären auf diese Gelder angewiesen, um zu überleben. Die VG Wort hat über 1 Million Euro an Anwalts- und Gerichtskosten ausgegeben, Geld ihrer Mitglieder der Autoren, um weiterhin genau diese Autoren um ihren Verdienst zu prellen. Insgesamt ging es dabei um 175 Millionen Euro. Und das nur von 2012 bis 2016. Alles Ältere war schon verwehrt. Diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 175 Millionen Euro. Bruno Gerd Kramm hat gegen die GEMA geklagt und ebenfalls in allen Instanzen gewonnen. Bei der GEMA ging es um mehrere hundert Millionen. Leider ist die GEMA so transparent, dass ich keine genauere Zahl habe. Ich habe auch Bruno gefragt, der konnte es mir auch nicht sagen. Wie gierig und wie unmoralisch muss man sein, um die eigenen Mitglieder derartig über den Tisch zu ziehen? Beide, die VG Wort und die GEMA, haben nach den letztinstanzlichen Urteilen ihre Mitglieder aufgefordert, auf ihre Rechte und ihr Geld zu verzichten. Und viele haben das sogar unterschrieben.
Für mich ist das völlig unverständlich. Mark Twain hat es verstanden. Was hat das jetzt mit Artikel 12 zu tun? Nun, Artikel 12 soll die Grundlage schaffen, genau diese Praxis zu legalisieren. Im Artikel 12 steht, und ich sage es jetzt erst auf Englisch, weil bis heute Morgen lag mir die offizielle deutsche Übersetzung noch nicht vor. Member States may provide that where an author has transferred or licensed the right to a publisher, such a transfer or a license constitutes a sufficient legal basis for the publisher to be entitled to a share of the compensation for the use of the work made under an exception or limitation to the transferred or licensed right. The first paragraph shall be without prejudice to existing and future arrangements in Member States concerning public lending rights. Ich habe das dann mal selber übersetzt. Mitgliedstaaten können festlegen, dass, wenn ein Autor Rechte an einen Verleger übertragen oder lizenziert hat, eine solche Übertragung oder Lizenzierung eine ausreichende rechtliche Basis darstellt, dass der Verleger einen Anteil an Zahlungen für den Gebrauch des Werks unter einer Ausnahme oder Begrenzung der übertragenen oder lizenzierten Rechte erhält. Absatz 1 berührt nicht die in den Mitgliedstaaten bestehenden und künftigen Vereinbarungen über öffentliche Verleihrechte. Im Klartext bedeutet das, Verleger und Verwertungsgesellschaften wollen legalisieren, was sie jahrzehntelang illegal praktiziert haben. Natürlich verteidigen Verwerter und Verleger diesem Spiel die Konsequenzen herunter. Es sei ja noch kein Gesetz, es sei ja alles zum Besten der Autoren. Sie versuchen ihre Mitglieder dazu zu bringen, sich offen gesagt über den Tisch ziehen zu lassen. Und wir, die wir dagegen protestieren, werden dargestellt als die Bösen, die das Urheberrecht abschaffen und den Autoren den Wölfen zum Fraß vorwerfen wollen. Die Wölfe sind nicht wir. Die Wölfe tragen Schafpelze und sitzen in den Verwertungsgesellschaften, die die Künstler schützen sollten. Ich frage nochmal, wie gierig und wie unmoralisch muss man sein, um die Menschen, die man vertritt, derartig um ihren Verdienst zu prellen? Liebe Autoren, Journalisten, Komponisten, Textdichter, liebe Künstler, lasst euch nicht das Fell über die Ohren ziehen. Unterschreibt keine Erklärungen, in denen ihr auf eure Rechte und euer Geld verzichtet. Wehrt euch mit uns gegen eine Richtlinie, die euch ans Portemonnaie geht. Artikel 12 bereitet genau das wieder vor. Und er tut es in einer überraschend klaren Sprache für das so komplizierte Urheberrecht. Und damit möchte ich mit einem weiteren Zitat von Mark Twain zum Ende kommen. Der hat als Agnostiker auch mal gesagt, es gibt nur eines, was für Gott unmöglich ist, irgendein Urheberrechtsgesetz auf diesem Planeten zu verstehen. Ich danke euch! Ja, ich denke, es ist jetzt eh Ende, weil mich brecht das durch. Also ich klappe es halt, ne? Aber ich denke, es ist jetzt Ende, ne? Dann kommen wir wieder. Ja, wir haben noch jemanden, ich wollte es ein bisschen zügiger machen, das ist hier, leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Aber ich muss euch nochmal sagen, Alter, ich bin einfach immer noch mega geflasht, wie viele Leute hier sind. Wir haben den kompletten Heumarkt gefüllt. Unglaublich, Leute. Das ist einfach nur, wenn ihr das von hier oben sehen werdet, ihr müsst nachher einfach mal Social Media durchgucken. Viele Leute haben Fotos gemacht von hier oben und ja. Ich habe noch jemanden, der ist auch Content Creator. Er hat auch noch ein paar Worte zu sagen. Er hat bunte Haare, kommt vom Team Kids Meet. Der gute Sepp. Dann haben wir noch gewonnen. Einmal Applaus für Sepp. Bitte sehr. Dankeschön, Köln. Mega nice, wie viele Leute hier sind. Grüße gehen raus auch an die Leute ganz, ganz hinten, die immer noch mit dabei sind, voll stark. Selbst am 11.11. ist nicht so viel auf diesem Scheißplatz hier los. Das ist der Hammer, das ist echt der Hammer. Einmal ganz großen Applaus für euch alle nochmal. Dankeschön, mega. Ich bin ja auch seit dem ersten Mal, dass wir hier in Köln demonstriert haben mit dem Sebo, der hier alles immer mit seiner Crew organisiert hat, auch mal ganz, ganz fetten Applaus hier an die Orga. Ganz viel Respekt, Ehrenorga, hier für dieses ganze Aufbauen, alles drumherum zu planen. Die haben eine ganze Woche dran geplant. So, so viel dazu. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen was zusammengestrichen. Ich habe drei Karteikarten.
Und auf diesen drei Karteikarten steht jeweils eine Überschrift drauf. Und wir fangen an mit dem faulen Kompromiss. Für alle ist klar, dass die Urheberrechtsreform aktualisiert werden muss. Dass halt aktuell das Urheberrecht nicht vernünftig geregelt ist und die Content Creator, die Urheber, die Künstler, egal ob im Internet oder in den Medien, nicht vernünftig geschützt und nicht bezahlt werden. Das ist uns allen klar, dafür sind wir auch alle und das wollen sie ja eigentlich erreichen. Aber halt nicht so, wie sie es aktuell planen. Da sind wir nämlich gegen. Denn es ist so schlecht geschrieben, dass halt es alle trifft. Es trifft alle Seiten und es wird sowas von die Freiheit im Internet, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, das sind echt viele Leute hier. Es ist halt so schlecht geschrieben, dass die Freiheit im Internet so stark beschnitten wird, dass es einfach alle trifft. Alle kleinen Internetseiten werden damit platt gemacht und ich würde sagen, damit ist das Ziel der eigentlichen Urheberrechtsreform total verfehlt. Denn man muss als Internetseite folgende